Ich grüße euch und erst wieder herzlich willkommen heute mit neuen Infos, und zwar zu Space Marine VR Defenders of Avarax. Das ist ein neues VR-Erlebnis, das ihr erleben könnt an einigen Standorten auf der ganzen Welt. Damit ihr euch einen kleinen Einblick verschaffen könnt, hier seht ihr erstmal, wie das so aussieht. Na, da die Kleinen, wir wollen ja auch mal ein Space Marine sein. Das fiel mir zumindest zu diesem kurzen Clip hin dazu ein. Die Webseite, die ist hier, und das Ganze kann man dann auch buchen. Und das geht für 1 bis 8 Spieler. Also das hier, das könnt ihr, wo war das eben da? Das könnt ihr leben für 1 bis 8 Spieler zusammen. Science-Fiction-Shooter, ganz klar. Das Ganze geht 30 Minuten, das kostet allerdings auch 35 Euro. Ja. Und ist ab 13. Und buchen kann man das hier auf dieser Seite. Die ganzen Links findet ihr auch unten verlinkt unter dem Video hier. Und wie gesagt, es gibt 3 Standorte in Deutschland. Der eine ist Hannover, der wird mir vorgeschlagen, aber selbst das ist für mich immer noch zu weit weg. Da Germany. Einmal gibt es noch Nürnberg und dann gibt es noch München. Ja. Ist für mich alles viel zu weit weg, also wäre jetzt irgendwie Hamburg oder Kiel dabei, dann hätte ich das mal mitgemacht, aber das ist dann doch leider für mich zu weit weg für eine halbe Stunde. Jetzt nach Hannover ist natürlich auch blöd, ne? Aber vielleicht hat der eine oder andere noch Lust und man kann hier noch buchen. Wobei hier sehe ich schon bei Hannover, da sind keine Plätze mehr verfügbar, das ist schon alles ausgebucht. Und ja, das Ganze wollte ich euch einfach mal zeigen, und ich werde jetzt hier auch auf das neue Video reagieren und das schauen wir uns jetzt zusammen an. Let's go. Space Marine VR Defenders of Avarax is this incredible new experience we have at Zero Latency, where players get the chance to embody being this superhuman soldier from the future. Players experience it like they were there. From the start of the game through to the end, you feel like you've just gone on this epic adventure. You're on this distant alien planet called Avarax, and ja, man kennt das ja von Space Marine 2 und Avarax, das war ja der zweite Planet. You're defending a human settlement from this alien swarm that's come in from the darkness of the galaxy. Something that we have to contend with is how people are moving around the physical space inside a venue. And how do we make that interesting in world? And you get to. Ja, finde ich gut, dass sie da auch im Spiel mal ein bisschen was zeigen. Fight together and defend yourself. So sieht das aus. Other players and everyone around you. We try and capture a lot of different emotions, and so we look for parts of the game where we can capture like a fearful moment or an exciting moment. We really just want to try and find. Also im VR-Erlebnis die ganzen Tyrannien abschlachten. Ways to immerse the player and take them on this amazing journey in all the different ways that we can. Zero Latency is the best way to experience the Warhammer 40,000 universe, because we're the only place you're going to be able to come to where you can actually walk around and explore the universe as if you were really there. So the main focus is when we were taking Space Marine and translating it into a Zero Latency experience was the Space Marines themselves. So we want customers to feel when they embody a Space Marine, like. Ja, die haben sich halt die Rechte besorgt von Games Workshop und haben daraus dann dieses hier gemacht, wahrscheinlich auch in Zusammenarbeit mit Focus Entertainment. Ja, die haben ja auch Space Marines rausgebracht. They are superhuman. Space Marines are taller, bigger, stronger, faster. And we incorporate all that into the experience. We continually iterate on all of our mechanics to make sure it caters to our wide range of players, anyone from your grandma to a hardcore gamer. We're making you into a super soldier, so we knew we had to communicate that as best as we could to the players. As they move around, ob nur Oma das erleben möchte, das wäre schon ziemlich lustig. Thought about things like the sound. You can hear that heavy armor. Over our last few experiences, we've really been working on our weapons tech, making them feel more solid, having more modular design ideas. When the 40K universe landed in our lap, having those iconic weapons to work with, it was just a joy to be able to pull those pieces together
We have learned so much from all the experiences that Zero Latency has been developing in the last decade. We've made all... Das seht ihr, also es gibt weltweit Standorte dazu. All of these different games and combined all of the best elements into what we have created for Defenders of Avarax. So the first thing we did was sitting down thinking about what's a list of things that Zero Latency does really well, what do fans love about it, what can we introduce people who maybe aren't fans yet to, and then what's the best crossover between those. The process that goes in developing one of our experiences is really focused on the customer. So we want to make sure that they have the best experience possible and something they can only experience in free roam virtual reality. When people play Space Marine VR, it's going to be a fantastic action-packed field experience. There's going to be fear, there's going to be so much camaraderie and like challenge that you'll need to band with your mates to fight back the swarms. And I'm als ich davon zuerst mal, also das erste Mal gehört habe beim Warhammer Skulls Event, da dachte ich, dass es irgendwie so ein eigenes VR-Spiel, das rauskommt, aber das ist wirklich so ein VR-Erlebnis, das ihr eben halt an verschiedenen Standorten erleben könnt. Na, ob das dann sein Geld wert ist, das muss jeder für sich entscheiden. Es gibt ja auch noch Reisekosten für den einen oder anderen, 35 Euro halbe Stunde. Man kann sich das auch noch, es gibt so eine Videoaufzeichnung dazu, das kann man dazu buchen. Das kostet dann auch nochmal 5 Euro extra, wenn man möchte. Really hoping it has something for everyone, whether you're new to Zero Latency or a hardened veteran. Or if you're already a fan of 40K, or if you're new to the grim darkness of the far future. It all goes together so seamlessly in a way where it's going to feel like you're inside this world for hours and just getting completely lost in it. And that seamless experience is something which we focus a lot of our energy and attention on being able to develop and create, so you get these just unforgettable memories. Gut, das waren soweit die Infos zu Space Marine VR Defenders of Avarax. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und das Video war okay. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.